Ja, erstmal herzlich willkommen. Wir sind sehr, sehr glücklich, dass wir dieses Spiel auf unsere Seite gezogen haben. Ich glaube, wo wir hergefahren sind, hätten wir auch ein 3-2 sofort mitgenommen und wären natürlich überglücklich gewesen mit 3 Punkten. Ja, wir wollen die Rückrunde besser bestreiten als die Vorrunde. Und wer sich daran erinnern kann, das Hinspiel haben wir 0-2 verloren. Und deswegen wollten wir natürlich da auch dementsprechend ein paar Punkte holen. Ich glaube auch, dass meine Mannschaft sehr, sehr konzentriert rangegangen ist, sehr, sehr fokussiert rangegangen ist. Natürlich auch die Einladungen der Cottbusser zum Teil dann auch sehr, sehr gut genutzt hat, sehr, sehr effizient genutzt hat. Aber trotzdem auch sehr wach war, sehr aktiv war. Ja, auch Dinge, die mal durchrutschen, so ein Ball, der auf diesem Boden natürlich auch mal durchrutschen kann. Dann einfach wach sein, da sein, weiter durchlaufen. Die Chancen haben natürlich eiskalt genutzt in der Anfangsphase. Dadurch waren wir gut im Spiel drin. Hatten eine 3-0-Halbzeitführung, ja, wo es immer gefährlich ist, weil automatisch machst du ein paar Schritte weniger, schaltest ein paar Prozent runter. Und wir haben in der Vorrunde da immer wieder mal das eine oder andere Spiel, wo wir eigentlich klar überlegen waren, aus der Hand gegeben, weil wir eben dann nicht das auf dem ganz hohen Niveau weiter durchgespielt haben. Und das ist uns heute wieder passiert. Ich glaube, wir waren in der 70. Minute, 3-0 vorne, mussten dann einmal verletzungsbedingt, einmal aufgrund von einer gelben Karte, vorbelasteten gelben Karte und eben auch schon eine Gefahr, dass vielleicht noch eine gelb-rote passiert. Zweimal wechseln, ja, da ist ein bisschen noch mehr ein Bruch in unser Spiel reingekommen. Ja, dann haben die Cottbus auf einmal die Chancen, die sie vorher zwar trotzdem, trotz ihrer Überlegenheit, aber nicht so großartig hatten. Und auf einmal kann so ein Spiel innerhalb von 6-7 Minuten kippen und wir hatten höllisches Glück, dass das 2-3 erst in der 89. gefallen ist und dass danach eben nicht mehr viel passiert ist. Ja, nichtsdestotrotz, wir haben die 3 Punkte. Das ist das, was zählt und da sind wir glücklich. Und aus den Dingen, die wir nicht gut gemacht haben, werden wir unsere Schlüsse draus ziehen und unsere Lehren draus ziehen und nächste Woche weitermachen. Danke und Energie wünsche ich natürlich. Alles Gute für die Rückrunde. Vielen Dank.